Hallo und herzlich willkommen beim Crafty Fisherman. Mein Name ist Benjamin Gründer und in dieser Ausgabe geht es um das Indianerfischen. Das Ganze habe ich zusammen mit einem guten Freund von mir abgedreht. Wer das ist, lasst euch überraschen. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp ist für euch dabei. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Guten Morgen. Es ist ganz früh am Morgen, 5:30 mittlerweile. Es wird langsam hell. Wir haben Mitte Oktober bzw. den 17. Oktober. Und was habe ich vor? Ich will euch diesmal das Indianerangeln zeigen. Wird nicht so vielen was sagen. Geht aber um das Thema Spinnfischen. Und da geht es eigentlich darum, wie man an den Fisch kommt. Über kleine Feinheiten und so weiter. Das möchte ich euch jetzt gern mal zeigen. Ich habe mir jetzt einen Tag Zeit genommen. Wie gesagt, die Morgenstunden und die Abendstunden sind natürlich beim Ballerangeln, egal ob beim Ansitz oder beim aktiven Angeln, meistens die produktivsten Zeiten. Und ich gehe jetzt raus und versuche was zu hören, was zu sehen und am besten natürlich auch ans Band zu bekommen. Und ihr seid live dabei. Das Indianerfischen zählt für mich persönlich zu den spannendsten Angelarten überhaupt. Und ich habe bis jetzt noch kein Gewässer erlebt, wo das so gut funktionieren kann wie hier. Wobei es natürlich auch extrem viele Feinheiten zu beachten gibt. Und genau aus diesem Grund habe ich mir für heute den Mann eingeladen, von dem ich es auch gelernt habe, Bernhard Heiner. Der Chef vom Weltcamp Bampro, der hat es mir vor 12 Jahren das erste Mal gezeigt. Ich war absolut fasziniert, habe damit hier meine ersten Fische fangen können. Und wir wollen heute Nachmittag einfach mal versuchen, ja, diese steigende Periode, die wir aktuell am Pro haben, auszunutzen. Mal schauen, ob die Fische hochkommen. Bis jetzt ist es absolut Totenstille. Ich habe es jetzt so gemacht, ich bin allein raus. Habe mich einfach mal festgemacht über einen tiefen Abriss. Werde jetzt ein paar Würfe machen, trinke erst noch meinen Kaffee. Falls das nicht funktionieren sollte, werde ich eine Drift machen in der Fahrwasserrinne. Bei dieser Methode behelfe ich mir sehr gerne den E-Motor. Ich weiß jetzt schon, dass Bernhard darauf nicht zurückgreifen wird. Also das ist noch ein Angler der ganz alten Schule, der fischt viele Sachen anders an wie ich, aber genau aus dem Grund habe ich mir auch eingeladen, weil es ein Feedback ist von jemandem, der das seit über 15 Jahren hier betreibt und ich glaube, es kennt eigentlich keiner das Gewässer so gut, gerade bei diesen steigenden Perioden, der weiß genau, auf was er achten muss, was jetzt besser ist und so weiter und so fort und da freue ich mich schon drauf und ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob ich jetzt noch was ans Band bekomme. Wie gesagt, der Fluss ist wie tot, also trotz der steigenden Periode. Man hört nichts, man sieht auch nichts. Und ich werde einfach mal die Kamera ausmachen, aber trotzdem ein paar Würfe machen. Und mal schauen. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf heute Nachmittag. So Jungs, ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken. Das Wasser ist total ruhig, also ich habe nicht einen Fisch wirklich gehört oder gesehen, deswegen habe ich jetzt auch nicht die Kamera angehabt. Der Nebel kommt jetzt langsam auf, es wird gleich hell
Und deswegen habe ich den Biss leider nicht drauf. Aber ich habe einen am Band. Ich habe einen am Band. Über ganz tiefes Wasser. Und mit einem tief laufenden Köder. Fühlt sich gar nicht so schlecht an, der Fisch. Ich hoffe, es geht mit dem Tau. Ein guter Einstand. Ja, jetzt wird es langsam hell. Ich war insgesamt 1,5 Stunden draußen. Bisschen rumgeguckt, habe aber so gut wie gar nichts gesehen. Jetzt ein bisschen auf Verdacht geworfen. Eine Etage tiefer geangelt, da kam jetzt der Fisch. Und ich habe ihn jetzt erstmal ans Seil gebunden. Ich hoffe dann, dass mir der Bernhard hilft, ein bisschen Filmmaterial noch zu sammeln, dass ich ihn euch nochmal zeigen kann vor der Kamera, weil alleine ist das halt alles ein bisschen schwierig. Aber ich nutze jetzt noch die Stunden, bevor alle aufstehen, und gehe nochmal ein bisschen raus. Vielleicht kommen ja jetzt die Fische hoch, jetzt wo es hell wird. Das müssen wir sehen. Aber ich bin erstmal super happy, dass das gleich funktioniert hat. In einer ganz kurzen Angelzeit gleich einen super Fisch gefangen. Die Größe ist mir dabei völlig egal. Es hat Spaß gemacht, allein den Einschlag, der Drill war super. Und das ist für mich Walleangeln, das macht's aus. So ein Platz, wie ihr jetzt im Hintergrund seht, das sind immer Hotspots, die sich lohnen. Einfach mal anzufahren, mal eine halbe Stunde warten. Immer mal ein paar Würfe machen, ein paar Köder ausprobieren, mal tief laufende, mal direkt an der Oberfläche. Ist ein großer Dreher, also es ist eine Hafeneinfahrt und in diesem Dreher lagert sich halt immer einmal Futter ab für die Weißfische und es patrouillieren auch immer Fische raus und rein und deswegen ist das immer ein klassischer Spot, den man beangeln soll. Das ist tiefes Wasser, wir haben hier gleich zwischen 10 und 12 Meter Wassertiefe. Und es ziehen hier immer wieder Waller an der Strömungskante entlang und deswegen sind das immer Spots, die man beangeln sollte, selbst wenn man sie nicht an der Oberfläche sieht oder hört. Super geiler Fisch beim Spinnfischen. Absolut geil. Hat richtig Spaß gemacht. Alles richtig geil. Kannst losgehen, Bernhard? Hallo, Benni. Selbstverständlich. Allzeit bereit. Danke. So. Ja, Jungs. Neben mir ein langjähriger Freund, ein Mann, von dem ich sehr viel lernen durfte, gerade bei diesen aktiven Angeln. Und deswegen ist es mir eine absolute Ehre, jetzt nach 12 Jahren kennen wir uns mittlerweile, diesmal in meinem eigenen Boot, euch das ein bisschen näher zu bringen. Das aktive Angeln, die Situation sehen gut aus für uns. Ich würde sagen, Bernhard, lass uns anfangen. Ne? Ja, das ist wie am Po, steigendes Wasser, Sonnenschein, Spätjahr. Wir könnten heute richtig Glück haben nochmal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bin gespannt. Genau gegen die große Tür, ich habe den Maxi. Lass uns mal noch ein bisschen bleiben. Weiter scharf nach links noch nicht. Komplett scharf nach links jetzt. Genau in dem. Ja, Jungs, so sieht's aus, wenn ein alter Hautdegen aufs Wasser geht. Eine uralte Rhino Big Fish mit einer Shakespeare-Rolle. Ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr zu kaufen. Nein, das ist absolute Rarität schon. Ne? Das ist Nostalgie. Und da seht ihr auch, wo viele Ideen für das Plakett-Sortiment auch hergekommen sind. Das Island dran, ich glaube, der war Bernhard wahrscheinlich einer der Ersten, der das so eingesetzt hat und so gebaut hat. Und der kann euch dann dazu natürlich mehr erzählen wie ich. Und ich bin gespannt, ob das heute geht. Bernhard, dann erzähl uns doch erstmal, wie du damals auf so eine Sache gekommen bist und was der Hintergedanke dabei ist. Wie wir alle wissen, ist im Zuge des neuen Wallerbooms sind die Fische natürlich schon öfters gefangen worden und dementsprechend auch vorsichtiger. Und weil die Fischer immer vorsichtiger werden, ich sage jetzt mal Fischer in Anführungszeichen, das sind hochintelligente Tiere, lernen die sehr schnell dazu und, was uns gar nicht lieb ist, sie können sich das über lange Zeit merken.
Also haben wir, gerade wenn sie hier, so wie heute, wir haben jetzt die ersten Bewegungen schon an der Oberfläche gesehen, wenn die an der Oberfläche rauben, sind die sehr empfindlich gewesen, wenn eine normale Pose rumgedümpelt ist, mit dem Blei darunter, den Wirbel noch, alles. Dann war die Idee gewesen, eine Pose zu machen, die das Blei schon, man kann es hier am Boden nochmal sehen, sind zwei kleine Bleie eingegossen und der Schwimmer steht immer oben. Und da die unsere Freunde auch wissen mittlerweile, was ein Knicklicht ist, haben wir die Position des Knicklichts so angeordnet, dass wir einen kleinen, regelrecht einen Tunnel rausgefräst haben und das Knicklicht ist liegend drin. Das heißt, wir aus der Position, das strahlt immer zum Angler, immer nach oben und immer nach in die Direktion des Anglers, während aus der Sicht des Wallers, aus dieser Sicht, das überhaupt nicht sehbar ist. So, dann haben wir eine Kleinigkeit noch eingearbeitet. Wenn wir hier den Schnürstopper wegmachen, haben wir hier den kompletten Wirbel, der eigentlich komplett versenkt ist und in der Pose drin verschwindet. Da wird der Schnürstopper wieder fixiert und da sitzt das Ganze oben drauf. Und das ist im Endeffekt für, auch für einen scheuen Großwaller ist das nichts anderes als irgendein schwimmendes Objekt wie ein Tennisball oder ein Stück Holz oder irgendwas in der Art. Aber er wird das nicht in Verbindung bringen mit einem Angler. So, hier war noch ein klassisches Vorfach. Von den Jahren zurück, als wir mit Eschen gefischt haben, haben wir ein sogenanntes Kombi-Rig gefischt. Einmal mit der Mono, 100er, 120er, 130er, das war eine Geschmacks- oder eine Angstsache. Wenn man dem 100er nicht getraut hat, mal 130er genommen. Hier war auch klassisch Einzelhaken und an der Mono. Und hier nochmal am Stringer praktisch nochmal mit der geflochtenen 60er dann nochmal den Drilling. Ist ein bisschen ja, veraltet die Methode. Mag, wenn sie an der Oberfläche Wildrauben immer noch ihre Existenz haben. Das heißt, wenn der Biss schnell und vehement kommt, und zwar ist das meistens so wie heute, wenn das Wasser leicht anfängt einzustauben und die Eschen am Ziehen sind, dann werden die mitunter sehr brutal und sehr wilde. Dann ist es eigentlich egal, da ist die Montage eigentlich sehr nützlich. Aber wenn sie ein bisschen vorsichtiger sind, und darum haben wir die Montage vorhin vorbereitet, nehmen wir mal die zwei Einzelhaken und schauen mal, was dabei rumkommt. So wie ist deine Erfahrung da mit großen Köderfischen und zwei Einzelhaken? Würdest du da lieber noch ein Drilling mit reinhängen? Nein, auf keinen Fall, weil entgegen jeglichen Irrglaubens gibt es nichts, was dem Baller entkommen kann. Und diese sogenannten Fehlbisse oder ja, er hat wohl keinen richtigen Hunger gehabt. Das ist einfach nur, weil er irgendwas gemerkt hat und dementsprechend nur vorsichtig angesaugt hat und unseren Köder blitzschnell wieder ausgespuckt hat. Bei großen Köderfischen ist normalerweise die Gefahr eines sogenannten Fehlbisses größer, weil die Haken nicht in Proportion zu der Ködergröße stehen. Ich würde sagen, es ist sowieso nicht möglich, einen großen Waller selektiv zu befischen, indem man einen großen Köderfisch benutzt. Ich bin also eher der Meinung, dass die normalen Standardköderfische, wir reden jetzt hier von einer Größe von 25, 30, 35 cm, durchaus ihre Berechtigung haben. Wir haben sogar eher festgestellt, dass je größer der Köder war, eigentlich die Fehlattacken von kleinen Fischen eigentlich extrem hoch waren. Das kennen wir auch so beim Ansitzfischen. Und wir haben uns jetzt auch für dieses normale Fischen entschieden, weil es ist ja schön, dass wir alle von dem 2,50 plus träumen, aber so, seien wir mal ehrlich, die dankbaren Brotfische 1,50, 1,60, 1,70 sind auch schon tolle Waller. Weil vor 20 Jahren hätten wir alle geträumt davon und heute ist das eigentlich eine, ja, wie nennt man das, eine Standardmodeerscheinung, ja. Dass man die kleinen. Schade, die, dass es nicht die so kleinen, ist. Ja, es ist ja nicht nur gelaufen, nur so bis 1,90 Meter. Ja. Gut, also wir werden heute mal probieren, ob wir da was ans Band kriegen. Das ist auch hier bei uns, trotz aller Professionalität, es ist Fischen, auch wenn die Fische nicht mitspielen wollen. Das heißt, wenn sie, oder ganz wichtig, 5% ist der Schweineglückfaktor. Ist bei allem Können, wenn man gerade an einem Platz kommt, wo es gerade vorbei ist, dann haben wir halt einfach mal die A-Karte gezogen. Also hoffen wir mal, wir haben wie gesagt die ersten Bewegungen schon gesehen, ob wir das umsetzen können. Alles weitere gleich. Gut, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, ganz im Gegenteil, ist sogar mir der wichtigste Punkt überhaupt. Ich frage, Jungs, sind eure Haken scharf? Ja, ja, die sind ja ganz neu. Dann habe ich gesagt, das war nicht meine Frage. Ich fragte, ob sie scharf sind. Man kann es ganz einfach erkennen, indem man, für alle, die es noch nicht wissen, einfach mal auf den Fingernagel geht, da muss er eigentlich schon stehen bleiben. Wenn er auf den Fingernagel abrutscht, so wie der hier, ist er zwar schön neu, sollte aber dann mal nachgeschliffen werden. Dazu tut Muttis Nagelfeile. Die ist da echt gut dafür geeignet. Lasst euch nicht erwischen, wenn ihr euren Mädels die Nagelfeile klaut, weil die können da gar nicht drüber lachen. Ne? Aber ich nehme immer die, frage immer schön höflich und kriege dann die ausgeleierten, die etwas gedienten Feilen schon. Und das hilft euch auch den häuslichen Frieden zu bewahren. So,
So, dann schleife ich das einfach nochmal mit der Nagelfeile. Schön im Dreieckigen, da wird der Innenteil, das kann man jetzt hier schön sehen, wird der Innenteil nochmal ein bisschen nachgerieben. Nochmal über die Ecke und da wird nochmal die Probe gemacht, wie man sieht. So, wie gesagt, für die grobere Variante, um den Vorschliff zu machen, nehmen wir eine eigens dafür entwickelte Feile. Und glaubt mir Leute, das ist mit der wichtigste Teil vom ganzen Fischen. Weil das hier, wenn das schon nicht greift, wird es auch nichts mit dem Drill, wird es auch nichts mit dem Big Fish. Der wichtigste Artikel ist der Haken sollte scharf sein. Alles andere ist dann ja fast Nebensache, mag ich mal zu behaupten. Für den Feinschliff können wir, wie vorhin schon erwähnt, nur die Nagelfeile nehmen. Wird nur ganz leicht nochmal abgezogen. So, dann sollte der Haken richtig scharf sein. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Fingernagel legen, bleibt er hängen. Und das ist A und O. Wenn der Haken jetzt drüber fährt, wird er sich sofort eingraben. Er wird sofort hängen bleiben. Und erst wenn er hier so drin ist, wird der Anschlag auch wirklich zum Fisch. Gut, und los geht's. Ja, Benno, bei den Indianerfischen ist ja am wichtigsten mit, dass man das Boot versteckt. Warum denkst du, ist das so entscheidend? Wenn das Boot direkt in der Strömung verankert wird und sind allein die Geräusche, die das vorbeiströmende Wasser am Boot erzeugt, je nach Bootsform, ist es dann ein Gluckern, ein Rauschen, ein Klopfen. Das führt dazu, dass das Wasser ist ja ein Medium, was die Geräusche mit sich trägt. Und da wird also genau in der Strömungsrichtung gefischt. Das war früher mal ganz okay gewesen. Da sind die Fische sogar gekommen, weil sie ja neugierig geworden sind durch die Geräusche. Mittlerweile wissen die ja ganz genau, dass ein parkendes Boot, parkend in Anführungszeichen, ein verankertes Boot, mit Gefahr verbunden ist. Solange man nur rüberfährt, passiert überhaupt nichts. Dann kann man direkt nach 5 Minuten schon wieder mit den ersten Bissen rechnen. Aber wie das Boot auch nur verankert wird, ist Vorsicht angesagt. Und wenn die Jungs mal gespannt haben, dass wir da sind, dann ist eigentlich die Schlacht schon verloren, bevor wir sie anfingen. Mhm. Auch hier gilt, je größer der Fisch, je erfahrener, wir werden dann kleinere Fische fangen, wirklich die Fische, die 5-, 6-jährigen Fische, die im 1,20 Meter, 1,40 Meter Bereich liegen, die haben natürlich dieses Wissen noch nicht, aber ein großer Fisch, der eventuell sogar schon bis zu 5, 6 Mal in den letzten 20 Jahren gefangen wurde, also da müssen wir schon ein bisschen früher aufstehen, was sind es Wolfens und uns auch besser tarnen. Ja. So wie wir uns hier jetzt verankert haben, hier sieht man jetzt ganz genau, kommt der Fluss von oben runter, relativ schnell an uns vorbei. Wir sind wirklich ganz genau an der Grenze, haben wir unser Boot hingestellt und stehen eigentlich schon im ruhigen Bereich wieder drin. Man sieht schön hinten vorbeifließen, das Wasser ist gerade am Steigen, das sieht man schön am Schaum. Das wäre jetzt genau unser Köder. Platziert haben jetzt genau in diesem Randbereich zwischen an der Strömungskante drin. Ja. Auch hier gilt am Tare, es gibt nur eigentlich zwei Methoden, die erfolgversprechend sind. Das eine ist, indem man dem Fluss folgt und dabei probiert, mit Aktivfischen, sprich mit Schwingködern, auch der Oberflächenköder mitreiben zu lassen, den Fisch zu treffen, wann er genau raubt. Oder man bleibt halt einfach mal sitzen und befischt einen Spot, von dem man sich Erfolg verspricht, ja. Also ein Spot, der das gut mache aussieht. Ich gerne. So eine halbe Stunde mal einen Kaffee trinken, eine genau, rauchen, gucken, eine rauchen und dann gucken. Und wenn in der halben Stunde nichts passiert ist, kann man eigentlich getrost zusammenpacken, ja. Oder man soll den ganzen Tag dann hängen bleiben. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass wenn Waller wirklich am Rauben sind und die den Platz bevölkern, dass der Biss wirklich unmittelbar kommt, das heißt in den ersten paar Minuten schon. Das kennen wir auch. Das gilt auch beim Spinnfischen. Wie du schon selber weißt, es langen ein paar Würfe und meistens schon der erste oder zweite Wurf, wenn die Waller dastehen und dann knallt es schon. Es gibt eine Regel, eine Ableitung, wenn man eigentlich nach 10, 15 Würfen nichts gebissen hat, den Köder wechseln, weil oft, das klingt jetzt zwar ein bisschen unglaublich, aber es gibt nur eine Farbe und ein Modell, wo die Waller drauf stehen. An diesem Tag, das kann jetzt zum Beispiel ein Silent Runner in Kupfer sein, am nächsten Tag mag es ein Rapala sein, ein Shedrap, und am übernächsten Tag ist ein Gummifisch in Knallgelb. Warum das so ist, da sind wir bisher noch nicht dahinter gestiegen, weil die eigentliche moderne Wallerfischerei hat eigentlich erst so richtig angefangen vor 20 Jahren. Da kann ich mich auch gut an September erinnern, vor ein paar Jahren, wo wir zusammen draußen waren. Ja? Also ich habe ja keinen Biss bekommen, aber ich habe alles gegeben, also es war nicht so, dass ich nicht gekämpft habe. Der Bernhard hatte, was war das, 11 cm, rot-weiß? Ja, wir hatten insgesamt alles durchprobiert, wir hatten Bisse gehabt, wir haben auch insgesamt, ich glaube es war um die 20 Bisse, die wir einen richtig sonnigen Freitagnachmittag, so wie jetzt auch,
heute ist Samstag, okay, aber es war ein Freitagnachmittag, erinnere mich schon ganz genau, Mitte September. Die Touren hattet ihr gerade hinter euch und kurz vorm Heimfahren haben wir gesagt, okay, komm, gehen wir mal privat eine Runde Spinnfischen. Hatten dabei wirklich die sagenhafte Zahl von um die 20 Spissen. Von diesen 20 haben wir insgesamt 12 Fische gehakt und das Vergnügen war jeweils von kurzer Dauer, weil die haben alle so spitz gebissen, dass wir die Fische alle in den ersten 2-3 Sekunden wieder verloren haben. Und erst als wir mit bestimmt nach 30-maligem Wechsel der Köder, war es im Endeffekt ein kleiner, unscheinbarer Gummifisch in Rot-Weiß, der eigentlich zum Zanderfischen gedacht war. Und dann haben wir nochmal einen Stringer mit einem ganz einfachen Zweier-Drilling, nicht 2-0, man beachte, einen Zweier-Drilling, einen natürlichen Owner, einen schönen verstärkten, haben wir als Stringer noch dazu gemacht, dass wenn, es war ja zu erwarten, dass sich der Jig-Haken sofort aufbiegt, das war, ich glaube, 23 Gramm oder irgendwas Kleines. Aber auf jeden Fall sehr leicht und die Fische kamen alle über tiefen Wasser. Alle über tiefen, schnell Wasser und alle dann im Endeffekt die Fische, die wir dann haken konnten und zum Landgang überreden. Es waren insgesamt dann 4. Davon waren die kleineren, waren, ich sag's mal, 1,10 Meter, 1,20 Meter. Dann nee, es Meter waren 6 und wir hatten 3 über 2. Du? 3 über. Nicht ich. Okay. Also der größte Fisch war in diesem Fall, ob das jetzt 2 oder 3 sind, das ist ja, das war auf alle Fälle ein erfolgreicher Nachmittag und wir haben dann bis 2,22 Meter gehabt, 2,14 und in 2 irgendwas noch dabei dann. Und das war eigentlich, und dann anschließend war es Cut wie abgeschnitten und es hat uns auch wieder mal gezeigt, dass eigentlich kein Köder unversucht, dass man keinen Köder unversucht lassen sollte, man sollte wirklich alles mal probieren, und wenn das Ding noch so bescheuert aussieht. Wer fängt, hat recht, das war schon immer so. Das ist auch mit den Jungs von Black Cat, die wurden auch viel belächelt am Anfang. Und ja, mittlerweile sind die Stimmen verstummt, weil wer fängt, hat recht. Egal wie er es macht. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, gerade für die Zuseher, deswegen habe ich ja auch einen Bernhard eingeladen, dass er sich dazu setzt, weil ihr hört das ja gleich an den ersten Minuten. Der Mann hat Erfahrungen, die ich noch gar nicht haben kann. Wie gesagt, ich konnte viel von lernen, aber man muss auch dazu sagen, gerade was wir jetzt machen, die Bedingungen müssen schon passen. Ja. Also wenn ihr das erste Mal jetzt in Italien seid und denkt, ihr sitzt den ganzen Tag bei Sonnenschein auf dem Boot und am Tag kann man 1-2 Fische fangen, ganz so einfach ist es nicht. Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass steigendes Wasser oder sich änderndes Wasser, letzte Woche hatten wir erst das Phänomen bei ablaufenden, nach dem Hochwasser, da war die steigende Periode gar nicht so gut. Nein, es war eher Da waren die Fische nicht an der Oberfläche. Aber wo das Wasser schnell abgelaufen ist, haben wir sie gefunden. Genau. Das war dann auch so, wie der Benner gesagt hat, wir sind hingefahren. Ich nehme bei solchen Aktionen gerne das Schlauchboot, weil das eine ganz kleine Form ist und ich kann das leichter verstecken auf dem Fluss, weil die Fische mitten im Fluss hochgekommen sind. Wir haben uns damals einen Abriss rausgesucht, weil der schön die Verwirbelung vom Boot dann auch abdeckt. Die Fische konnten uns nicht hören und ich glaube, 10 Würfel länger hat es nicht gedauert und da hatten wir auf jeden Fall einen guten 2-Plus-Fisch. Und das ist auf jeden Fall wichtig, also die Bedingungen müssen passen. Und was auch, denke ich, wichtig ist, was man den Leuten immer ans Herz legen sollte, man sollte flexibel sein. Es gibt auch ganz viele Leute, wir hatten das damals gerade bei der September-Session erlebt, die haben uns, glaube ich, alle beim Drillen jede Stunde mal so beobachtet und haben am Steg gesessen und haben gefiedert. Und wir haben dann die Fische fotografiert und auch noch mit den einen oder anderen gesprochen. Und da sagen die ja, wir wollen heute Abend dann richtig angreifen und Köderfische fangen. Nein, Jungs, wenn es knallt, dann raus, raus, sofort raus. Gar nicht groß überlegen, dann lieber auf die Nacht in Anführungszeichen Ansitzangeln pfeifen und raus. Weil wie gesagt, in meinen Augen das geilste Angeln, was es überhaupt gibt, das einmal mit den Silentrunner extrem effektiv und für mich eigentlich die geilste Angelmethode ist Spinnfisch. Ja, der Biss ist natürlich unheimlich brachial. Ja. Das ist Adrenalin, das läuft sofort aus den Ohren raus. Das gibt dieser berühmte Schlag. Also wir sind also jedes Mal, wenn wir Spinnfischen sind, wir halten die Rute. Das schaut im ersten Moment locker aus, aber wir haben die Rute wirklich verkrampft fest, dass die Knöchel fast weiß werden. Weil wenn ein richtig dicker einsteigt, also wir haben auch schon 2,50er dabei gehabt mit 4,95 Kilo, das ist schon brutal. Und wenn der in der schnellen Strömung einsteigt, sich gleich dreht, mit dem Schwanz noch in die Rute schlägt, dann kann es schon mal passieren, dass man mal von den Füßen gedroschen wird. Ich habe also schon mal fast die Rute verloren. Das wird mir nicht mehr passieren. Ich bin seither, wenn ich merke, dass die Konzentration nachlässt, lasse ich lieber die Rute mal wieder mal stehen. Vorher, als ich noch geraucht habe, eine Zigarettenpause und dann ging es dann weiter. Und wir warten jetzt auch im Moment noch
das Wasser ist gerade jetzt am Ansteigen. Warten wir jetzt mal, dass das Ganze ein bisschen aktiver wird. Ja, der Fluss macht für mich so den Eindruck. Ist noch ein bisschen ruhig. Ja. Die Ruhe vor dem Sturm, würde ich mal sagen. Also die Fische merken ja vorher schon, die wissen ja komischerweise schon 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, wissen die schon vorher, was passiert, ja, wie weit das Wasser noch steigt. Die wissen es mitunter auch schon 3 Tage vorher. Jetzt, wie in dieser Woche auch, waren die letzten 3 Tage die Fangergebnisse sehr zäh. Und die Fische haben schon wieder gewusst, dass das Wasser am Steigen ist. Das ist es heute Nacht, hat es gerade angefangen. Und jetzt ist heute Morgen ist auch schon der erste gute Fisch gelandet worden. Die Jungs wollten gerade zusammenpacken, die Woche war rum. Und da ist jetzt nochmal wirklich beim Zusammenpacken 2,50 Meter eingestiegen. Die sind natürlich total happy. Das sind schon Brett. Also 2,50 Meter, das ist eine Hausnummer. Die hatten zwar auch schon mehrere Fische gefangen. Die letzten paar Besuche, die sie hier waren, auch von 2,20 Meter, 2,15 Meter schöne Fische. Aber 2,50 ist doch schon mal eine Top-Kategorie. Ja. Ne? Also wir werden jetzt nachher... Und wir sagen dazu immer, Stefan und ich, 2,50 bleiben immer stehen. So ist es.